und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Steckenpferd. Horst ist auch wieder mit dabei. Heute dreht sich bei uns alles um die Themen Körper, Gesundheit und Schönheit. Was wir schön finden, hängt stark von individuellen Vorlieben ab. Trotzdem gibt es gewisse gesellschaftliche Schönheitsmerkmale, die sich im Laufe der Geschichte maßgeblich verändert haben. Auch in unterschiedlichen Kulturen und Weltregionen variieren die Vorstellungen von Schönheit sehr stark. Wir haben uns mit dem Experten Karl Grammer über Schönheitsideale unterhalten. Schönheit ist ein Thema, das die Menschheit schwer beschäftigt. In allen Epochen auf der ganzen Welt. Verhaltensforscher Karl Grammer erklärt uns, was Schönheit eigentlich ist. Sondern Schönheit ist eine Konstruktionsanleitung. Das heißt, es müssen ganz bestimmte Sachen gegeben sein, wie Jugendlichkeit, Taillen-Hüftverhältnis, Sexualhormonmarker, Symmetrie, Durchschnittlichkeit und. Zusätzlich können Lebensumstände ausschlaggebend sein. Das hängt da damit zusammen, dass es natürlich sozioökonomische Einflüsse gibt. Zum Beispiel ein höheres Körpergewicht ist gut in Zeiten, die schlecht sind. Da kann man auch Krankheiten besser überdauern und so weiter. Deshalb wird es dann mit eingebaut. Aber die Grundkonstruktionsanleitung muss die gleiche bleiben. Gleichzeitig wird uns beigebracht, was wir schön finden sollten. Wir lernen in unserem sozialen Umfeld natürlich auch, was schön ist. Normalerweise ist es natürlich so, dass unser Schönheitsbild durch unsere direkte Umwelt, also der Inhalt, nicht die Konstruktion, der Inhalt durch unsere direkte Umgebung geprägt wird. Aber das ist ja heute nicht mehr so möglich, sondern das wird ja über die Medien gemacht. Konstruiert werden so nicht nur Schönheitsideale, sondern dementsprechend auch ästhetische Rollenbilder. Was wir wissen zum Beispiel ist, dass sich die durchschnittlichen Top-Schauspielerinnen im Gesicht verändert haben in den letzten 100 Jahren. In den 20er Jahren war die Rolle der Frau in einem Stummfilm auf den Stuhl zu springen, wenn eine Maus kam. Ja? In den 80er Jahren haben auf einmal die Frauen ihr Schicksal selber in die Hand genommen und dann haben sie aber auch sofort männliche Gesichter gekriegt. Die Mischung aus Schönheitskonstrukten und der erlernten Wahrnehmung von Schönheit beeinflusst unser Leben mehr, als wir es vielleicht denken. Attraktivere Kinder kriegen die besseren Noten, attraktivere Studenten kriegen die besseren Noten. Attraktivität dominiert die Qualifikation bei der Berufseinstellung. Attraktivere Verbrecher kriegen geringere Strafen und so weiter. Das zieht sich ganz durch. Der Attraktive hat in seinem ganzen Leben einen Vorteil gegenüber den anderen. Während Trends kommen und gehen, scheint dies eine zeitlose Regel zu bleiben. Eine zeitlose Regel ist auch, dass wir uns alle einmal vom Leben auf der Erde verabschieden müssen. Was geschieht eigentlich nach dem Tod mit uns? Wir haben uns mit dieser Frage auseinandergesetzt. Was nach dem Tod mit dem Leichnam passiert, wissen Bestatter wohl am besten. Dieser Beruf umfasst viele verschiedene Tätigkeiten, weiß Christian Fertinger. Abholung eines Verstorbenen, wie versage ich einen Verstorbenen richtig, wie richte ich einen Verstorbenen auch ansehnlich her. Das alles gehört zur Ausbildung. Der Weg der Verabschiedung ist länger als gedacht. Bevor der Leichnam auf den Friedhof gebracht wird, bereitet der Thanatopraktiker diesen auf die Beerdigung vor. Dafür verwendet er unter anderem eine Formalinlösung. Und dadurch erreicht man wieder eine Farbgebung des Verstorbenen, also so wie zu Lebzeiten und die Konservierung, eben dass der Verwesungsprozess gestoppt wird. Bei Verkehrsunfällen besteht dann die Möglichkeit von Rekonstruieren mit Wachs, mit künstlichem Gewebe, mit Zellstoff, mit Gips. Also da ist der Fantasie so gesehen eigentlich keine Grenzen gesetzt. Das Interesse an Anatomie ist nur einer der Gründe, diesen Berufsweg einzuschlagen. Das glaubt man nicht, aber das ist wirklich recht abwechslungsreich und spannend, wenn auch sehr, sehr belastend. Vor allem die tägliche Konfrontation mit Trauer ist ein schwieriger Teil der Arbeit. Dennoch ist die Tätigkeit des Thanatopraktikers nicht nur eine notwendige, sondern vor allem auch eine ehrenwerte Aufgabe. Denn es gilt, den Verstorbenen einen pietätsvollen Abschluss vom Angehörigen zu geben. Weil das letzte Bild bleibt ihnen immer in Erinnerung. Für ein langes und gesundes Leben ist ausreichend Schlaf besonders wichtig. Nicht alle von uns steigen aber jeden Morgen ausgeruht und munter aus dem Bett. Belastungen im Alltag, Stress, unregelmäßige Lebensgewohnheiten, all das kann uns schon mal den Schlaf rauben. Welche Auswirkungen das hat und wie man gesunden Schlaf trainieren kann, das zeigt euch im nächsten Beitrag ein Schlafcoach.
Gesunder Schlaf ist wichtig, aber nicht selbstverständlich. Wer Schlafprobleme hat, kann sich von einem Schlafcoach beraten lassen. Aufgaben sind einmal, dem Klienten zuzuhören, rauszufinden, wo denn jetzt wirklich die Schlafschwierigkeit ist. Da zu schauen, wo steht der Patient und dann ihm Hilfe von einem Training, ihm Grundlagen zu vermitteln, die ihm helfen, seinen Schlaf zu verbessern. Das heißt, eigentlich Schlafedukation zu betreiben, das Wissen über den Schlaf ihm weiterzugeben, sodass er selber handlungsfähig ist und seinen Schlaf verbessern kann. Schlafwachprotokolle und Fragebögen ermitteln das Schlafverhalten, bevor helfende Maßnahmen gesetzt werden können. Bei dem Erwachsenen selber geht es sehr viel um Entspannungstechniken, wenn Einschlafprobleme da sind, um Schlafhygieneregeln, das heißt, welche Maßnahmen kann ich setzen, um leichter einzuschlafen. Das Coaching soll den Griff zu Schlafmitteln verhindern. Man kann vieles tun rundherum, um den Schlaf zu verbessern, ohne dass ich gleich zur Pille greife. Beispiele dafür sind regelmäßige Schlafzeiten und vor allem direkt vorm Einschlafen kein Licht von elektronischen Geräten. Ein weiteres regelmäßiges Schönheitsritual ist das Haareschneiden. Viele von uns gehen dafür zum Friseur. Aber wir würden uns doch eigentlich viel Geld sparen, wenn wir das selbst machen könnten. Wir wollten wissen, wie schwierig das wirklich ist und haben es bei einem Selbstversuch herausgefunden. Ich wollte immer schon mal wissen, wie geht Haare schneiden richtig, und deswegen befinde ich mich heute im Haarstudio Magic Hair in Zwettl und darf selbst zur Schere greifen. Ja. Unterstützt werde ich dabei von Profifriseur Robert Stocker. Ihm gehört der Friseursalon in Zwettl. Zuerst erklärt er mir an einer Puppe, wie Haare vor dem Schneiden eingeteilt werden. Richtig schneiden werde ich dann aber die Haare von Lena. Sie war mutig genug, um heute mein Versuchskaninchen zu sein. Wir beginnen ganz entspannt mit dem Haarewaschen. Soweit so gut. Jetzt wird's aber ernst. Unter Anweisungen des Profis beginne ich, Lenas Haare abzuschneiden. So, ich habe gerade den ersten Schnitt getätigt und ich muss schon sagen, es ist ein bisschen ein komisches Gefühl. Also man hat schon sehr viel in der Hand, in einer Hand die Schere, in der anderen Hand den Kamm. Es ist schon ein bisschen schwierig zu koordinieren. Ich bin schon gespannt, wie es weitergeht. Was meinem Modell Lena wohl gerade durch den Kopf geht? Also ich vertraue der Clara voll und ganz. Vor allem hat der Friseur vorher gesagt, sie macht es sehr gut und sie ist talentiert und in ihr steckt eine versteckte Friseurin. Also ich war nur ein bisschen schockiert gerade vorher, wie man die Clara gezeigt hat, wie viel sie tatsächlich abschneidet. Aber das wird schon. Hoffe ich. Ich gebe mir große Mühe, um Lena nicht zu enttäuschen. Vorsichtig schneide ich Schritt für Schritt weiter. Etwa 20 cm Haarlänge habe ich hier heute abgeschnitten. So, der Schnitt ist jetzt fertig. Lena, wie fühlst du dich bis jetzt? Ja, also ich bin echt begeistert und beeindruckt, mit welcher Selbstsicherheit du das gemacht hast. Und es gefällt mir richtig gut. Das freut mich natürlich sehr. Und jetzt würde ich sagen, geht's ans Styling, oder? Das bedeutet zuerst föhnen und danach werden die Haare noch mit einem Glätteisen bearbeitet. Ich hoffe, dass das Endergebnis sowohl Lena als auch dem Profifriseur gefällt. Für eine Nicht-Friseurin, muss ich sagen, ist eine ganz tolle Arbeit geworden. Ja. Sie haben eigentlich mit der Terminologie, die ich Ihnen vorgegeben habe, haben Sie wirklich das toll umgesetzt und es ist ein schönes Ergebnis geworden. So, wir sind jetzt fertig auch mit dem Styling. Das ist das fertige Ergebnis. Und ich muss sagen, am Anfang war es schon ein sehr komisches Gefühl und es war ein bisschen eine Überwindung, weil ich wollte natürlich die Lena jetzt nicht verunstalten. Aber ich muss sagen, mir ist das wirklich sehr gut gelungen. Da muss ich mich fast selber loben. Es gefällt mir sehr gut. Lena, was sagst du dazu? Ja, also es ist eine richtige Typveränderung einfach. So sind 20 cm von meinen Haaren weggekommen. Es ist schon sehr überraschend, aber es gefällt mir richtig gut. Dankeschön. Ja, mich freut es natürlich auch, wenn unser Modell zufrieden ist. Und ich glaube, Philipp, unser Kameramann, du möchtest auch eine neue Frisur jetzt, oder? Ja, da haben wir ganz schön talentierte Redakteurinnen. Ein bisschen schwieriger ist dann schon die nächste Frage, die wir uns gestellt haben. Was macht eigentlich ein Okularist? Wir haben nachgefragt. Haben Sie eine Ahnung, was ein Okularist sein könnte? Okular? Ist irgendwas. Hat das mit einem Fisch zu tun? Nein. Vielleicht was mit Augen zum Tor, kein Plan. Wie noch einmal? Das könnte irgendein Kaktus oder so. Wenn man kein Auge mehr hat, dann. Wenn man den Auge, wie sagt man, Augapfel verloren hat, so ein Glasauge, ja genau. Der fertigt Kunstharzprothesen. Das ist echt. Stimmt das? Ja?
Ist ja logisch. Natürlich, das ja. liegt auf der Hand. Das liegt auf der Hand, ja. Jemand, der Glasaugen herstellt. Wirklich? Was? Im Ernst? Was? Ganz richtig. Okularisten stellen Augenprothesen her. Die werden dann benötigt, wenn man durch eine Krankheit oder einen Unfall ein Auge verloren hat. Manchmal handelt es sich aber auch um einen rein ästhetischen Eingriff. Seht selbst. In Österreich brauchen 10.000 Menschen eine Augenprothese. Dennoch gibt es nur 3 Okularisten im ganzen Land. Waltraud Stasny-Lischka aus Krems begleitet ihre Patienten meist über viele Jahre. Also grundsätzlich sind es Menschen, die ein Auge verloren haben durch einen Unfall oder durch eine Krankheit, dass es eben herausoperiert wird. Aber auch wenn das Auge noch vorhanden ist, kann eine Prothese getragen werden. Die Gründe sind in beiden Fällen rein ästhetisch. Für Betroffene ist es eine große Entlastung, nicht mehr aufzufallen, denn wenn die Voraussetzungen durch die Operation gegeben sind, kann man die Prothese so anfertigen, dass sie sich gut mitbewegt. Ja. Für ein perfektes Ergebnis muss die Prothese genau an den Patienten angepasst werden. Im Prinzip kann man sich das so vorstellen, dass da ein Abdruck gemacht wird, so ähnlich wie in der Zahntechnik. Also wir arbeiten mit Wachs und Alginaten und Silikonen, da kann man einen Abdruck der Augenhöhle machen. Dann muss man einen Prototypen machen, dann wird die Iris gemalt, die wird eingearbeitet. Über die Iris kommt noch eine durchsichtige Schicht, damit man eben auch den Eindruck wie von einem gesunden Auge hat. Die Herstellung nach dieser Methode erfordert viel künstlerisches Geschick, dauert aber nur 3 Tage. Waltraud Stasny-Lischka hat sich auf die Fertigung von Kunstharzprothesen spezialisiert. Diese sind robuster als Glasprothesen und wirken nicht so starr. Eine Glasprothese im herkömmlichen Sinn gibt es schon länger, aber sie hält auch nicht sehr lange und muss schneller ausgewechselt werden nach einem Jahr Tragdauer. Die Kunstharzprothese kann, wenn sie gut angepasst ist und sich die Augenhöhle nicht verändert, kann 10, 20 Jahre und manchmal sogar länger. Trotzdem sind jährliche Kontrollen nötig. Betroffene leben ansonsten aber ohne Einschränkungen. Mit diesem Beitrag verabschieden wir uns auch schon für heute. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Tschüss und bis zum nächsten Mal.